Moin Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Reaction auf Nordrhein TV Play LS22XXL Farm 5. Ein genialer Plan. Die Arbeit und Probleme auf der XXL Farm. Ich bin gespannt. Ja, das können wir ganz entspannt wegmachen. Jetzt kommen wir mal herum. Und dann würde ich jetzt sagen, starten wir ins Video rein. Es gibt nichts mehr dazu sagen. Willkommen zu einer neuen Folge von der XXL. Oh, dieser geile John Deere, ne? Landwirtschaftssimulator 22. Ey, wenn er den mal Messer Ferguson nennen würde, ne? Der letzten Folge, ihr direkt seht es, am besten, weiß ich nicht, Hate-Kommentar schreiben. Einiges an Missionen, an Aufträgen erledigt. Was genau, dazu gleich noch mehr. Heute wird es allerdings spannend, denn ich habe einen Plan im Gepäck. Und dieser Plan... Ohne Plan im Gepäck sollte man auch nie in eine Folge reingehen. ...und sorgt dafür, dass es die kürzeste XXL-Farm aller Zeiten war. Oder der ist ganz gut. Ich weiß selbst noch nicht, wie er ist. Das werden wir sehen. Es wird also, wie gesagt, nicht unspannend hier. Es wird sehr spannend. Die kürzeste XXL haben eine Zeit, darüber würde ich mich nicht so freuen. Dazu später mehr. Erstmal würde ich also sagen, so ein paar hundert Folgen kann er wohl schon noch machen. Ne? Hier ein paar Dankendinge und dann werden wir gleich mal den Hof etwas umgestalten. Und ihr seht, ich brauche hier noch ein kleines Gewicht. Ich glaube, es würde auch so funktionieren, aber besser ist es wohl mit einem Gewicht. Deswegen holen wir uns da noch eins. Passt er überhaupt durch? Holen wir natürlich am besten... Von ja, schon. Messer Ferguson hinten. Den lassen wir einmal schnell hier stehen und dann renne ich einmal schnell rüber. Unser Hof ist ja mittlerweile schon vom Grundstück her gar nicht so klein, aber der ist natürlich im Moment noch relativ leer, weil hier noch eine Biogarten... Naja, also gar nicht so klein, finde ich, kann man jetzt auch nicht sagen, weil, guck dich das mal an, da hinten stecken zwei Silos, ne, ein Silos, weil ich weiß nicht genau. Jedenfalls, so groß ist der jetzt auch nicht, ne, also... Ich weiß ja nicht, ob der wirklich nicht gar nicht so klein ist, weil ich meine, auf der Hofbergmann war der auch schon so klein, aber so groß, aber naja, werden wir sehen. Gasanlage, ein Hühnerstall vielleicht auch und dann noch ein paar andere Sachen drauf sollen. Ey, guck mal, wie der Case hinten einfach schon abgenutzt ist. Dann wird er, glaube ich, auch ganz hübsch und dann wird er vor allen Dingen auch sehr das kann man, nein, das ist und locker schon abgenutzt, das ist schon fast weiß. Aber im Moment ist das hier noch alles sehr überschaubar. Und sonst ist Case doch grau, oder nicht? Und ich brauche dringend einen Kercher. Aber ich habe mich noch nicht getraut, mir einen Kercher zu leisten. Man muss hier sehr genau rechnen. Vielleicht klappt es nach dem Plan. Vielleicht klappt nach diesem das Plan. Das sieht alles so komisch aus, aber doch, Case ist grau. Das weiß ich noch nicht. Case, sage ich schon, Messer Ferguson. Oh nee. Jetzt verwechsel ich dich auch schon hier. Noch lache ich. So, den lassen wir hier mal stehen. Ja, ich meine, ich mach den Motor mal aus. Heute sind wir ein bisschen im Sparmodus unterwegs. Aber gleich brauche ich den Messer Ferguson wieder. Denn während der John Deere dann gleich hoffentlich arbeitet, mache ich. Hallo, was heißt hier hoffentlich? Weiter. So, aber erstmal fahren wir. Ob der John Deere arbeitet, ist keine Frage. Ob der Helfer arbeitet, das ist die Frage. Feld, unser Hirsefeld, das ist ja in der letzten Folge komplett abgeerntet worden. Die Ernte ist auch eingelagert und jetzt warten wir auf bessere Preise. Das haben wir im Stream sogar noch. Also ich habe ja die Aufträge hier im Stream erledigt. Das war auch wirklich sehr witzig. Also ich habe relativ viele Düngeaufträge gemacht. Damit habe ich so, ich glaube, so ungefähr 25.000 oder 30.000 oder sowas verdient. Und dann habe ich noch ziemlich genau etwas weniger als 10.000 verdient mit... Oh, der wiegt ab hier, ne? Da war ich mir gerade noch nicht so sicher. Dann habe ich noch ziemlich genau 10.000 Euro verdient mit einem Kartoffelauftrag und dazu musste man den Zug benutzen und jetzt weiß ich auch, wie der Zug funktioniert und wie man den am besten auch mal eine gute Sache. Das ist nämlich alles aber was man mit diesen, anders als im LS19. Was man mit diesen ganzen Aufträgen alles so verdienen kann, ne? Kriegreich gemacht werden. So. Das ist echt eine gute Nebeneinkommensquelle, sage ich. Wenn das komisch wirkt, ist es glaube ich so, dass wir hier einfach reinfahren können in unsere Hirse, also die ehemalige Hirse. Jetzt steht natürlich nicht mehr viel von der Hirse hier. Und naja, also nicht mehr viel, ist auch übertrieben, ne? Soll sich nicht steht ja noch ein Dreiviertel der Pflanze da. Senken, sondern natürlich der Mulcher. Müssen wir den jetzt hier noch irgendwie Mulcher anstellen? Mich wundert die... Achso, ja jetzt, okay. Mich haben gerade die Räder ein bisschen gewundert. Aber so sollte es, glaube ich, sein. Die Textur ist ein bisschen komisch, ne? So, und jetzt müssen hier die Bahnen gemacht werden. Naja, lassen. Vermutlich würde man auch hier jetzt erstmal mit dem Vorgewende starten. Ich überlege, ob ich eins mache. Ich glaube, ich mache mal keins. Eigentlich ist hier genügend Platz, denn eigentlich soll das der Helfer machen. Ich glaube, der wird das auch mit Bravour meistern.
Ja, ich glaube, ich lasse das den Helfer machen. Jung, leg los. Sag ich, was du kannst. Na ehrlich mal, Jung. So, und auch das sollte uns aber jetzt. Ich hasse es, wenn man aussteigt, man direkt bringen, vor diesem Gerät und, steht. Dann werde ich mit dem. Und dann der einfach schreibt: Helfer C, Objekt wird blockiert, so wie das da oben gerade übrigens steht, wird durch Objekt blockiert. Und dann der einfach aufhört. Das war bei mir im LS19 wirklich so häufig der Fall. Man steigt aus, direkt vom Gerät und der Helfer sagt: Nee, da mache ich nicht weiter, da höre ich auf. Ist im LS22 hoffentlich gefixt. Ich habe es noch nicht gesehen, ehrlich gesagt. Ich habe es noch nicht ausprobiert. Ja. Musste ich mal ausprobieren, dann weiß ich es auf jeden Fall. Im Grober nochmal drüber fahren. Flügen muss ich nicht. Also, das habe ich aktuell noch aktiviert. Kann sein, dass ich das irgendwann mal auf der XL-Farm hier, da vorne fährt auch gerade der Zug, kann sein, dass ich das Flügen hier irgendwann mal deaktiviere, denn es ist ja so, dass alle drei Durchgänge gepflügt werden muss im Landwirtschaftssimulator, wenn man das Flügen angestellt hat. Und also sonst gibt es auch da Ernteeinbußen. Was ich ein bisschen komisch finde, genau diese Textur, die da jetzt zu sehen ist im LS22, die ist ungefähr so, als wenn man mit einer Scheibenecke drüber fährt. Und jetzt denkt euch mal so 20, 30, vielleicht 40% der Stoppeln weg, dann ist es so, als wenn ihr mit dem Grubber drüber fahrt. Also das, was da mit dem tiefen Grubber gemeint ist, nee, einfach nein. Ist nicht so der Fall. Weil ich habe ja viele Felder und so neben mir und es gibt einen Landwirten, also wir haben jetzt zwei direkt neben unserem Haus, und einer pflügt und der andere grubbert. Und der pflügt, der fährt einmal übers Feld und der grubbert, fährt viermal übers Feld. Thema Bodenbelastung ist ein Pflug definitiv besser. Auch wenn es darum geht, die Erde zu wenig wie möglich zu bewegen, geht aber mit dem Grubber viermal rüberfahren auch wieder so eine Sache. Also ist eine kritische Sache, wie man das betrachtet. Und nach Wurzelfrüchten, also zum Beispiel Mais oder auch Kartoffeln oder Rüben, muss dann, glaube ich, nach jedem Durchlauf gepflügt werden, wenn ich das richtig verstanden habe. Ich weiß noch nicht, ob ich das aktiviert lasse. Aktuell ist es noch aktiviert und spielt uns hier jetzt so ein bisschen in die Karten, weil wir hier eben, können wir mal schnell schauen, hier müssen wir jetzt eben nicht pflügen. Fast alle anderen Felder müssen gepflügt werden, aber unseres nicht. Das heißt, das ist ganz gut. So, jetzt gucken wir mal schnell, was jetzt hier passiert. Ja gut, angezeigt wird hier nichts, das kennen wir schon vom Mulchen. Ich würde sagen, da wird doch was angezeigt, immer. Also Nordrhein TV Play, Ansgar, mach die Augen auf. Wir gehen in den Messeförgesen und dann werden wir jetzt erstmal wieder shoppen. Es ist mal wieder soweit. Oh oh, was kommt jetzt wieder? So. Ist es was Nötiges oder Unnötiges? Das ist die große Frage. Was der Herr sich ausgedacht hat. Woll. Übrigens, macht euch darauf gefasst, sobald der erste Rasenmäher kommt, ich weiß nicht, ob der sogar schon da ist, wenn ich einen finden sollte, ich werde auf jeden Fall diesen Rasenmäher bzw. Rasentrecker in ein Projekt mit einbinden. Ich will noch nicht zu viel verraten, aber ihr werdet sehen. Das wird ganz großes Kino. Und irgendwann, wenn dann so das meiste hier gebaut wurde, dann werde ich auch so Hecken anlegen und so Deko-Zeug und so machen. Aber das soll sich alles erstmal entwickeln. Bei der XXL-Farm im LS19, zumindest bei der zweiten Staffel, da habe ich das ja ganz zum Schluss erst gemacht. Also da sah der Hof erst so einigermaßen brauchbar aus, als es dann zu Ende war. Hier werde ich so ein bisschen früh. Finde ich ein bisschen schade, sag ich ehrlich, obwohl er ja weiß, dass hier alles noch ein bisschen länger gehen wird. Also ich denke mal, so 2 Jahre werden wir auf jeden Fall noch warten dürfen, bis der nächste LS dann kommt. Vielleicht sind es auch wieder 3 Jahre. Ich habe persönlich keine Ahnung, ich kann es nicht einschätzen. Weil jetzt haben wir 3 Jahre gewartet. Der LS ist hammermäßig, also wirklich hammermäßig geil geworden. Und, aber gut, das war auch schon beim LS19 der Fall, ne? Also ich weiß nicht, vielleicht lassen sich auch wieder 3 Jahre Zeit für den neuen LS. Wäre vielleicht keine schlechte Sache. Aber so richtig früh lohnt sich das, glaube ich, nicht. Denn wenn man sich da jetzt schon alles zubaut, dann muss man das später noch abreißen und dann zahlt man doppelt und dreifach und vierfach und so. Das möchte ich uns jetzt erstmal, oder vor allem mir erstmal, ersparen. So. Dann. Hier ist immer noch unsere Palette. Aber für einen Gabelstapler ist aktuell auf der XXL-Farm auch noch kein Geld.
Und ganz wichtig, wir müssen auch die Reparatur- und Wartungskosten im Blick behalten. Das heißt, wenn ich jetzt hier keinen finanziellen Puffer habe, dann habe ich vermutlich bald ein großes Problem. Das möchte ich nicht, deswegen Obacht. So, ich habe gesagt, wir gehen mal heute wieder shoppen. Ich brauche nämlich... Jetzt bin ich gespannt. Ein Wasseranhänger. Ja, ist sinnvoll. Und ich habe kurz im Streamer geguckt, welcher soll es jetzt werden? Soll es der MKS-8 werden oder eben der Josken hier? MKS-8, wir sind auf der XXL-Farm, nicht auf der XXS-Farm. Der fasst 8000 Liter, der 7300 Liter und der Preisunterschied ist so groß, ich meine, der kann mehr Flüssigkeiten transportieren, bringt uns allerdings aktuell nichts, denn ich brauche eigentlich nur Wasser und deswegen wird es der hier und den können wir nochmal schnell mit anderen Reifen ausstatten, dass es zumindest ein bisschen bulliger aussieht. Wenn er meint. Und da würde ich sagen, kaufen wir den. XXL-Farm ist einfach nicht beliebt gerade. Ja, nur einen an der Pfanne. So, da ist das auch schon wieder hin, das schöne Geld von der Kartoffelmission. Der Stream war wirklich sehr witzig. Habe ich ja dieses Mal auf Twitch gemacht. War lustig. Gerade mit der Kartoffelmission. Eins im Chat, wer dabei war. So, und dann fahren wir jetzt schnell zurück. Und jetzt habe ich wieder die Frage, überlegen. Welcher Chat? Später werde ich mir natürlich... Hättest du es mal als Premiere kaufen. Gebracht, ne? Aber im LS22 kann man auch an... Machen wir hier rechts rum... An Gewässern. Ja, tanken möchte ich jetzt nicht sagen, aber es kommt dem nahe. Ja, dazu kommt. Muss ich hier links fahren. Ich mal kurz umdrehen. Ach, das ist eine Kurve. Das ist nicht umdrehen. Das ist sicherlich nicht ganz realistisch, dass man hier einfach zu irgendeinem öffentlichen Gewässer fährt und dann sagt, einmal voll tanken, bitte. Leute, wer hasst die Werbung noch? Ich schon. Aber bei 70.000 auf dem Konto und ich brauche das Geld noch, bleibt mir jetzt aktuell nichts anderes übrig. Wir werden uns vermutlich in 10 oder 20 Folgen... Sag mal, hört er das Tacken von diesem... an die heutige Folge zurückerinnern. Blinkt er nicht? Aber jetzt hört im Moment das? Ist das noch eine brenzliche Lage. Da ist mir nicht so sehr zum Lachen zumute. So, gucken wir mal, ob wir es hier sogar, auftanken können. Ich muss noch ein bisschen weiter reinfahren, glaube ich. Hier so ist es sogar zu sehen, wenn man von der... Da. Der Blinker. Oder ist das zu flach hier? Sieht da man? Weiß man auch nicht, ob man so ein Gewässer hier anfahren will. Nee, es funktioniert. Befüllung starten und das kostet nichts. So soll es sein. Ich glaube, das machen wir jetzt auch. Ich habe jetzt auch die ersten Mods hier aktiviert. Wir haben ja in der letzten Folge schon den Reisch-Anhänger gekauft und ich werde jetzt hier auch noch ein paar andere Sachen aktivieren. Also zum Beispiel einen MAN habe ich mir, glaube ich, noch runtergeladen. Weiß ich jetzt gar nicht, ob ich den hier schon aktiviert habe. Und ich habe mir noch das Skript automatischen Blinker ausschalten oder automatisch Blinker ausschalten heruntergeladen. Auch das ist empfehlenswert. Das habe ich auch noch nicht aktiviert. Aber ich denke, in den nächsten Folgen werde ich dann auch wieder eine Modliste anlegen. Und das geht dieses Mal auch ein bisschen einfacher, weil ich nämlich Mod-Ordner angelegt habe. Ich habe auch nicht mehr dran geglaubt, dass es passiert, aber... Er hat den Blinker ausgemacht. Passiert. Ich weiß nicht, ob ich es eben schon gesagt habe. Ich kann es nicht glauben. Ich habe natürlich auch wieder eure Kommentare durchgelesen. Ihr habt mir gesagt, dass der Schneidwerkswagen ist nicht der richtige. Ich habe jetzt aktuell keine Ressourcen, um den auszutauschen. Könnte allerdings sein, dass ihr recht habt. Wobei das eigentlich gut passt. Also vielleicht sehen wir es gleich nochmal auf dem Hof. Eigentlich sollte das zusammenpassen. Und dann habt ihr euch gewünscht, dass ich auf dem Kennzeichen nicht nur XXL notieren soll, sondern XXL Farm. Das kann ich natürlich machen. Werde ich dann... Irgendwann vielleicht mal zwischen den Folgen oder in einem Stream oder vielleicht auch mal in den Folgen anpassen alles für die Fahrzeuge. Das werden wir übrigens auch machen. Wir werden aber BG raufschreiben, also ja, Big Farm. Die meisten von euch haben sich, glaube ich, einfach auf das XXL-Abenteuer hier gefreut und ich tue es auch. Ich bin voller Freude wieder dabei. Aktuell auch mit ein bisschen Respekt möchte ich es nennen, aber... So, gut, jetzt gucken wir nochmal schnell. Der macht hier seinen Job immer noch ganz gut, hat auch nichts stehen lassen. So soll das sein. Habe ich mir auch gedacht, dass er hier gut wenden kann. Also, dass wir da jetzt nicht ein besonderes Auge drauf haben müssen. Dann würde ich sagen, setzen wir jetzt den Plan um, den ich hatte. Ich habe euch ja in der letzten Folge vorgeschlagen, dass ich mir einen Hühnerstall kaufe und dass wir dann die Hirse, die ich geerntet habe, an die Hühner verfüttern. Das ist auch kein schlechter Plan. Haben auch viele von euch geschrieben, Ansgar,
Hühner, die bringen schon gutes Geld, kann man gut machen. Das Problem ist nur, wenn wir uns das mal anschauen, der Hühnerstall, und nur der würde sich lohnen hier auf der XXL-Farm, kostet 79.000. Wir schauen mal. Habe ich gerade schnell geguckt, denke ich mir so. Ja, wird knapp. Mal schnell oben rechts, wir haben nur noch 69.000. Es hätte also gerade so funktioniert, hätte ich jetzt den Wagen hier nicht gekauft, aber das wäre viel zu knapp geworden. Und deswegen brauchte ich einen Plan B. Und ich glaube, auch den habe ich schon in der letzten Folge vorgestellt. Und ihr seht es, es sind Gewächshäuser. Und davon werde ich jetzt einfach mal ein paar platzieren. Und dann gucken wir mal, ob ich das irgendwann bereue oder ob das gut ist. Also steht noch in den Sternen. So, und ein paar heißt jetzt einfach mal 5, würde ich vorschlagen. Oha, das, nee, so viel nicht. Ich bin noch etwas unentschlossen, ob ich das später mal selbst abtransportiere, was dabei rumkommt. Oder ob ich das, ich glaube, erstmal werde ich es direkt verkaufen lassen, weil ich einfach, ich müsste mir ja noch Gabelstapler und sowas kaufen. Kann man zwar auch mit der Hand rüber transportieren, aber dann bräuchte ich immer noch einen Plattformanhänger oder so. Das ist mir ehrlich gesagt aktuell noch ein bisschen zu viel Cash. Nur die Frage ist, was nicht in der Tasche ist, wie man das am besten. Ich glaube, ich mache das mal so rum. Ja, so läuft das. So, 10.000. Mache ich auch hier. Jetzt bin ich gespannt, wie viel es wirklich werden. Schön mit Abstand. Oder? Soll ich das mal so platzieren? Das wäre vielleicht nicht schlecht. Na, ich glaube so. Nee, ich mache das. Ich mach das direkt nebeneinander. So. Zack. Ich glaube, das ist gar nicht mal so einfach, das zu platzieren, weil man ja hier noch die Dings, die Anfahrtdinger hat. Ich hier noch eins platzieren. Ja. Jetzt haben wir noch 38.000. Komm, eins geht noch. Siehst du, doch keine 5, sind nur 4. Nee, eigentlich sind es 8. So. Und weil es so schön war. Eins geht, oder? Es wird jetzt schon sehr knapp. Ah komm, eins machen wir noch. Zack. So, jetzt ist es soweit. Jetzt sind wir drin. Jetzt ist der Hof voll. Nein, Spaß. Aber es ist schon gut gefüllt, sag ich mal. Das wird eine legendäre Folge hier. Aber wie oft will er jetzt eigentlich hin und her fahren, war so die Frage. No? Ich glaube, so richtig nachgedacht hat er darüber noch nicht. Entweder wir werden uns irgendwann lachend daran zurückerinnern oder weinend. Ah, ich weint. Ihr in jedem Fall lachend. Egal, wie das hier ausgeht. Das glaube ich auch. Pappenheimer. So. Das muss ich jetzt hier natürlich noch anpassen. Das ist jetzt ein bisschen unschön. Das Problem ist halt, dass sich, also beim Bauen hat sich ja einiges geändert. Und man kann die Höhe meines Wissens nicht mehr anpassen. Vielleicht kommt das irgendwann als Modifikation. Im LS19 konnte man so ein Objekt ja meistens auch nach unten und nach oben verschieben. Das geht jetzt so, glaube ich, nicht mehr. Aber ich denke, ich kriege das schon irgendwie hin, dass ich... Wie hat man das denn hingekriegt, bitte? Boden hier noch so ein bisschen anpasse. Also die Frage, also ich habe es nie geschafft. Dass es nicht ganz so steil ist. So, und jetzt muss ich direkt wieder Wasser holen. Ja, sag ich ja, was er mit dem kleinen Anhänger will. Aber ich kann schon mal die Produktion starten. Ich glaube, das wird ein großer Erfolg, weil 5 Gewächshäuser... Mal rein und dann möchte ich überall Salat aktivieren. Die voll mit Wasser sind, halten, glaube ich. Wie lange halten die? Wie viele Tage? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Jedenfalls halten die auch ein bisschen so und naja, ich sag mal so, das gibt schon gut Geld. Und wenn man wirklich darauf zudenkt, dass es ja 5 Gewächshäuser sind, dass es ein bisschen Arbeit ist, aber auch guter Ertrag, ich glaube, das lohnt sich sehr krass. Aber werden wir ja sehen. Salat aktivieren, Salat und Salat. Und ich habe es eben schon gesagt, ich möchte erstmal auf Direktverkauf, also direkt verkaufen, überall auswählen. Das kostet uns zwar ein bisschen Geld und es würde uns mehr Geld bringen, wenn wir das einzeln aufladen. Aber ihr seht die Massen und ihr seht, dass wir dafür auch zusätzliches Equipment bräuchten. Und das möchte ich erstmal noch nicht. Gut, 2 sind jetzt schon mal in Betrieb. Betrieb. Den Rest werden wir jetzt gleich noch starten, wenn ich Wasser geholt habe. Ich würde sagen, das mache ich mal schnell. Im Zeitraffer. Sehen wir uns gleich wieder hier am Gewächshaus. An den Gewächshäusern, so muss ich es ja korrekterweise ausdrücken. Vielleicht baue ich hier auch mal ein bisschen rum. Zeitraffer. Muss ich mal gucken. Bis gleich.
So, ich glaube, ich bin soweit erstmal durch mit der Wasserversorgung. Ein Gewächshaus habe ich jetzt nicht ganz aufgefüllt, aber die anderen sollten eigentlich alle fast komplett aufgefüllt sein. Und das hat jetzt wirklich eine Dreiviertelstunde, glaube ich, gedauert. Also das dauert ja, gut, Zeit, ne? Das habe ich gerade gesagt. Also orgeln muss und dann wenig weiter zu sagen. Ein kleines Festchen hier am Start hat. Aber ihr seht es in der Produktionsübersicht, das sieht jetzt hier alles ganz gut aus und die ersten Salatköpfe wurden auch schon produziert. Das heißt 51 Liter hier auch, wird alles in Liter angegeben. Und hier, das ist nicht klar, erstmal Salatkopf in Liter angeben, macht richtig Bock. Der Rest ist gut mit Wasser angefüllt und das sollte auch alles hoffentlich bis morgen reichen. Jetzt ist natürlich die große Frage, war das eine sinnvolle Investition oder nicht? Ich weiß es nicht. Ich habe schon mal nachgefragt im Stream und da hat man, ich habe einfach mal gefragt, was kriegt man pro Gewächshaus an einem Tag? Ich glaube, ich packe den mal hier. Der müsste auch. Ich glaube, die nächste Investition ist echt ein Kercher. Die Maschinen sind alle so dreckig hier auf dem Hof. Versuch bitte nicht in die Rolle zu fahren, den Fehler habe ich auch gemacht. Und da ist mir der Trigger weggesagt. So, dann lassen wir den mal. Kollision, ach, das, also keine, der steht ein bisschen quer, das sieht jetzt nicht hübsch aus. Machen wir nochmal ein bisschen vernünftiger hier. Das heißt zwar, stehst du quer, siehst du mehr, aber nicht, dass er uns noch abrutscht, das wollen wir nicht. Aber er weiß es anscheinend. Ich habe den Helfer auch schon entlassen und hier den Mulcher zusammengeklappt. Also die große Frage ist, was verdienen wir mit unseren Gewächshäusern? Ich habe schon mal nachgefragt und es gab einige Prognosen. Ich glaube von 5.000 pro Gewächshaus pro Tag bis 8.000 oder sogar 10.000 war alles dabei. Ich bin also sehr gespannt. Schreibt eure Prognose gerne mal in die Kommentare und schreibt gerne mal in die Kommentare, ob ihr glaubt, dass das jetzt eine gute Idee war oder ob ihr glaubt, das war eher nicht so eine gute Idee. Wie gesagt, ich lasse mich da gern überraschen. Irgendwas musste ich jetzt machen, weil wir haben jetzt Herbst und ich brauche irgendwas, um über den Winter zu kommen. Das heißt, ich muss irgendwie... Ist eine gute Sache, ne? Also über Winter? Weil sonst geht der ganze Laden hier bankrott. Und das erschien mir jetzt als ein geeignetes Mittel. Aber es kann sein, dass das die größte Fehlentscheidung war. Das glaube ich nicht. Das glaube ich nicht. Also wenn das hier wirklich nur 2.000 pro Gewächshaus pro Tag abwerfen sollte, ja, dann war es dumm. Dann ist es zwar besser als nichts, aber eigentlich war es nicht zielführend. Naja, so. Auch der ist natürlich jetzt schön dreckig. Und ihr seht, die Maschinen haben jetzt auch schon einige Stunden hier auf dem Buckel, ne? Also der... Ja, aber man, gut, ne? Man muss ja gucken. Er hat jetzt ungefähr 50k verbrannt. Das sind am Tag dann... Warte, wie? 3x5 sind 10 am Tag. Das heißt, er braucht 5 Monate? Das ist überhaupt die richtige Rechnung? Ich weiß es nicht. Jedenfalls braucht er pro Gewächshaus, ja, 5 Tage. Das wären September, Oktober, November, Dezember, Januar und dann würde er damit Geld verdienen. Also dann hätte er die Dinger schon raus. Also ich glaube, so dumm war das gar nicht. Messer Ferguson, glaube ich, knapp 3 Stunden, der jetzt hier schon 3,5 Stunden und der wird gleich weiter eingesetzt, denn ich werde mir jetzt den Grober schnappen. Das ist herrlicherweise genau das Teil, was John Deere be like. Wer mag die John Deere? Ich weiß gar nicht, ob ich das bewusst so gekauft habe, aber ich glaube nicht. Witzigerweise stimmt ja sogar die Kombination. Was für eine Kombination? Also ich hatte den 8S vor dem Coralie 9. Nur eine Sache fehlt, das sind diese Gewichte, dieser Agri-Bumper oder wie die heißen, glaube ich, ne? In dem Lemkin-Video. Ja, so ein 8S mit dem Lemkin hier bin ich gefahren. Witzig. Tatsächlich, so, ich kann es kaum glauben. Wenn wir den John Deere hier noch auf dem Hof stehen haben und der gerade nicht gebraucht wird, dann mache ich die Feldbearbeitung lieber mit dem Teil hier. Das hat doch etwas mehr Power. John Deere ist einfach nur beliebter und etwas besser stärker dafür geeignet. Auch wenn es eigentlich US-Maschinen sind, ich finde es einfach geiler. Ein gutes Gefährt. Also ich glaube, wir schauen uns den gleich nochmal an. Mach den Blinker. Oh, er hat den Blinker ausgemacht. Ich hatte nämlich das Gefühl, das ist echt ein gutes Gefährt, sowohl für Einsteiger als auch für... Das Ding ist, das mit dem Blinker sieht man wirklich nur, wenn man zuguckt. Wenn man spielt, sieht man das nicht. Das habe ich selber am eigenen Leib erfahren. Das ist total kurios. Größere Höfe. Weil der nämlich für relativ schmales Geld oder einen relativ schmalen Taler schon gute Leistung bietet, wie ich finde. So, jetzt müssen wir mal schauen. Wir klappen das Ding mal auf. Oh,
Ah, so weit ist sie gar nicht, ne? Ah, ne, ist eine Kobalt von der Scheibenecke. Gehen wir mal schnell in die Scheibenecke. Der ist witzigerweise unter mittelgroßen Traktoren gelistet. Und hier vorne haben wir den. Und wir sehen 2000. Damit ist der wesentlich günstiger als andere Modelle in der Leistungsklasse. Und den kann man aufrüsten bis 300 PS. Also der hat hier schon 225. Gucken wir mal, was hier ein vergleichbarer. Ja, der hat auch 225. Aber der hätte für... Ja gut, also ja... Vielleicht ist der Deal doch gar nicht so gut, wie ich dachte. Ja gut, da hat er gerade gemerkt. 325 PS. Stimmt gar nicht, der Klaas war günstiger mit dem gleichen PS-Zahl. Aber ich finde, Fendt ist überteuert. Also wirklich, Fendt hat die gleiche PS und gleiche K-Dings-Irgendwas-Zahl und gleiche Geschwindigkeit wie irgendein anderer Trecker, der aber gefühlt 50.000 Euro billiger oder günstiger ist. Ja, ihr merkt, ich bin kein großer Freund von Fendt, wenn nicht sogar Hater. Wenn man so sagen möchte. Ja, vielleicht ist es nicht ganz so gut, aber ich hatte das Gefühl, schlecht ist er auf jeden Fall nicht. So, das sieht doch gut aus. Ich werde jetzt bis zur nächsten Folge hier noch ohne den Helfer. Übrigens, nicht nur der Helfer hat Geld gekostet, sondern ich habe auch noch ein bisschen und so, in dem Landschaftspool herumgebaut, sodass es nicht ganz so steil ist, sodass man da ein bisschen schöner mit... Hier? Nur der Helfer hat Geld gekostet, sondern ich habe auch noch ein bisschen das Gefühl, schlecht ist er auf jeden Fall nicht. Jetzt sehen wir es gleich mal. So, hier, das sieht doch gut so aus. So sieht es in der Realität auch aus. Ich werde jetzt bis zur nächsten Folge hier noch ohne den Helfer, übrigens nicht nur der Helfer. Aber so sieht es wirklich in der Realität aus. Ich habe auch noch ein bisschen in dem Landschaftstool rumgebaut, sodass es nicht ganz so steil ist, sodass man da ein bisschen schöner mit dem Wasserfass arbeiten kann. Also, dass man die Gewächshäuser etwas schöner anfahren kann. Das hat nochmal ein bisschen Geld gekostet. Der Helfer selbst hat aber nicht so viel Geld gekostet. Trotzdem werde ich das jetzt hier selbst machen. Werde das noch bis zur nächsten Folge alles hier vorbereiten. Und in der nächsten Folge... Bin ich gespannt, was wir machen. Ich würde gerne mit der Aussaat beginnen. Und ich habe folgenden Plan. In der Realität würde man jetzt Zwischenfrucht auf das Feld machen. Also, entweder man macht irgendeine Frucht... hier drauf, die man über den Winter ansehen kann. Oder man macht eben Zwischenfrucht drauf. Man lässt die Felder selten, glaube ich, einfach nackt, mehr oder weniger. Ne? Das haben die bei uns gemacht und das ging kläglich schief. Also das war wirklich kompletter Reinfall. Die haben es einfach so wachsen lassen und dann sind die tatsächlich viermal mit unterschiedlichen Spritzmitteln oder Herbiziden, Pestiziden über die Felder gefahren, um das ganze Unkraut, was da drauf war, so geringfügig wie möglich runter zu regeln und dann zu grubbern. Und die nächste Aussaat, der Zuckerrüben waren es übrigens, die nächste Aussaat dieser Zuckerrüben stand bei der Ernte total im Unkraut. Also man hat wirklich, oder Beikraut viele auch sagen, aber man hat wirklich so wenig Zuckerrüben gesehen. Also diese Unkräuter haben wirklich... so viel an Platz weggenommen, dass die Zuckerrüben gar nicht mehr zu sehen waren. Finde ich krass. Also lieber Zwischenfrucht als andere. So, und Zwischenfrucht, finde ich, lohnt sich aber kaum. Deswegen wäre mein Plan jetzt, dass ich hier Gras drauf ansehe. Und wir schauen mal schnell im Wachstumskalender. Ich habe ein bisschen die Hoffnung, dass das Gras noch anwächst bis zum Mai. Denn im Mai könnten wir spätestens, danach würde ich nämlich hier gerne auf dem Feld... Mais anpflanzen und wir sehen, den Mais, den kann man noch bis in den Mai hier anpflanzen. Genau das würde ich gerne tun, also zum letzten Zeitpunkt würde ich dann einsteigen und dann würde ich irgendwie am Morgen noch schnell den Schnitt machen. In der Realität ist es nämlich so, dass man im Prinzip den ersten Schnitt irgendwann im Mai machen kann. Man hätte vermutlich das Gras schon ein bisschen früher ansäen müssen. Aber mein Plan wäre jetzt, dass ich hier erst Gras drauf kloppe, dann darauf spekuliere, dass ich noch einen Schnitt erledigen kann und dann danach Mais richtig viel Geld verdient. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, ob das ein guter Plan ist oder ob das eher nicht so ein guter Plan ist. Oh, verdammt gefährliche Sache hier, ne? Aber da lasse ich mich gerne von euch beraten, von euch nochmal die Argumente darlegen. Ich bin da sehr gespannt. Ich fand den Plan jetzt bislang noch nicht schlecht, aber vielleicht habt ihr auch irgendwelche
Argumente, die dagegen sprechen. Ich danke euch auf jeden Fall fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst gerne einen Daumen nach oben da. Und wie gesagt, nicht vergessen, eure Prognose reinzuschreiben in die Kommentare. Also ihr müsst dran denken, wir haben natürlich jetzt keinen ganzen Tag, sondern nur so, ja, es ist nicht mal ein halber Tag, ne? Also etwas weniger als ein halber Tag, den wir jetzt hier mit dem Salat noch sozusagen abrechnen können. Aber ich bin trotzdem sehr gespannt auf eure Prognosen. Schreibt das gerne in die Kommentare und lasst mich gerne wissen, was ihr von meinem Plan mit dem Gras haltet. Das soll soweit gewesen sein. Ich danke euch fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Same. Ich danke euch ebenfalls fürs Zuschauen. Lasst ein Like und ein Abo da. Guckt euch die anderen Videos an. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Video und ciao.